Hallo YouTube, wie geht's euch? Herzlich willkommen aus New York City. Ja, ich herrlichstes Wetter heute. Bisschen kalt, bisschen windig, aber super Wetter. Ich mache mich heute auf den Weg Richtung Central Park. Ich habe dabei die Hasselblad X-Pan vom Nick Herber von usedphoto.de. Da könnt ihr mal hier unten schauen. Und die Kamera hat er mir geliehen. Und die könnt ihr euch demnächst auch leihen. Und zwar hier beim Nick auf seiner Seite. Da müsst ihr mal gucken, wie vermietet er demnächst. Also vielleicht auch für euch eine tolle, super Gelegenheit, diese einzigartige Kamera mal zu testen. Also, jetzt gehen wir Richtung Subway. Fahren wir runter hier ein paar Stationen Richtung Central Park und schauen da weiter. Wir sehen uns. Ausgestiegen, bin jetzt hier mitten in Harlem, 125. Straße und werde jetzt hier weiter südlich laufen Richtung Central Park. Ja, das ist also jetzt hier so richtig mittendrin, das ist nicht unbedingt tourist-like, aber ja, das können ja alle. So, um euch das jetzt nochmal zu zeigen. Ich habe hier heute, wie gesagt, die Hasselblad X-Pan dabei, 45 mm Objektiv drauf. Ich habe mir dazu ein paar Filme mitgebracht und zwar habe ich hier einmal so einen alten Kodak Color Plus und ich habe auch noch für später, mal gucken, ob ich den benutze, hier so einen Kodak Tri-X 400 schwarz-weiß. Ich werde jetzt mal mit Farbe anfangen, weil wie ihr seht, hier ist alles farbig, schön farbig, da passt das sicherlich gut. Und ich schneide jetzt gleich hier die GoPro auf die Hasselblad drauf und dann, wie gesagt, machen wir uns hier mal auf den Weg nach Süden Richtung Central Park und gucken mal, was uns so für Motive vor die Linse kommen. Ich werde jetzt erstmal die Kamera beladen und dann machen wir uns. Das ist ein 200er Film, also habe ich die ISO auf 200 gestellt und ja, jetzt sind wir ready to go. So Leute, ich habe jetzt den Central Park erreicht. Hier sind wir jetzt an der Ecke 5th Avenue und 110. Straße, da geht's los. Und jetzt muss ich mich vorarbeiten bis zur 59. Also 41 Straßen, naja, das ist ein Stück. Und die Straßen hier im Central Park verlaufen ja auch nicht schön gerade, sondern das geht so schön kreuz und quer. Mal gucken, ein paar schöne Stellen, die ich noch nicht kenne, mal besuchen und ja, vielleicht noch ein paar Infos zu der Kamera hier, die Hasselblad X-Pan. Die ist baugleich mit einer Fuji T1, XT1 oder T1, das weiß ich jetzt glaube ich gar nicht, ich glaube nur T1.
Ja, wie gesagt, ist eine analoge Kamera. Und ihr spannt dort einen Film ein und dann habt ihr nicht die 24x36 Bilder, also sprich 36 Bilder auf so einem Film, sondern das Format ist, ich glaube, 65x24. Also der macht quasi, ja, nicht ganz doppelt so viel, halb so viele. Und dadurch kommt ihr insgesamt auf 20 Bilder auf so einem Film. Habt dann aber eben dieses Panoramaformat. So, ich werde jetzt hier mal weitergehen, sonst komme ich nämlich heute gar nicht mehr in der 59. Straße an. Mache noch ein paar Bilder, nehme euch mit und wir spielen ein bisschen gute Musik ein und dann geht's los. You're welcome. Thank you. Thank you. Bye. Getting a sandwich from that boy. Oh. Zeigen. Er zeigt ja jetzt hier an ISO 400 und hier vorne an dem Rad, da müsst ihr das einstellen, in der Mitte den silbernen Knopf drücken und dann das Rad drehen und dann könnt ihr die ISO-Zahl verändern. Ansonsten hat die Kamera hier wirklich nur hier den Schalter, wo ihr vom normalen Modus auf den Panorama-Modus wechseln könnt. Wie gesagt, hier hinten wird euch angezeigt, welche ISO-Zahl. Hier oben zeigt er an, jetzt neuer Film drin, 20 Bilder noch. Hier könnt ihr die Verschlusszeit einstellen. Hier wird er angemacht und die Belichtungskorrektur könnt ihr noch einstellen. Und vorne am Objektiv habt ihr ganz normal Blende und Fokus. Das ist dann ganz normal wie bei einer Rangefinder-Kamera einzustellen. Und ja, jetzt bin ich hier. 59. Straße.